Hallöchen! Wir sind in Brachtal in Hessen und heute besuchen wir einen Imker und mir wird beigebracht, wie man imkert. Ich kann es kaum erwarten. Steht schon mal kein Name an der Klingel, immer ein gutes Zeichen. Hi! Hi, hallo! Hazel. Hallo. Geht, läuft schon? Ja. Ja, du kannst es auch aufmachen. Hi. Hallo! Gut, dachte, hallo! Hi! Hier sag mal hallo! Ihr seid die Bienen! Nein, das sind keine Bienen, das sind... Hallo! Sag mal hallo! Ja, hallo! Ja, super! Hi! Hallo! Ach cool, ihr habt da Walderdbeeren. Nee, das sind normale. Aber die sind jetzt schon so ein bisschen eingetrocknet, deswegen werden die so klein, schrumpelig. Oh mein Gott. Okay, dann ich hätte jetzt sonst gefragt, ob ich eine essen darf. Ja, bitte, aber bitte. Ja, also es gibt auch noch schöne, glaube ich. Man muss nur gucken. Und die Kinder essen die irgendwie nicht mehr. Pflück dir einfach, was du willst. Naja. Ah, da. Habe ich gut reden hier. Da ist eine, guck mal. Hier, die, oh, die ist richtig groß. Aus, die ne? Kriegt Thomas. Ich krieg eine kleine. Ja, der Hund ist auch noch eine. Ich krieg die gar nicht weg. Nee, ja, die sind auch irgendwie störrisch. Shit. Oh oh. Die ist weg. Thomas. So, jetzt kriegt die Hazel auch noch eine. Geil. Das ist hier so eine kleine, aber die schmeckt bestimmt auch toll. Das ist so mega sauer. Echt? Dankeschön. Das war der Ausschuss. Die ist auch ein bisschen sauer. Ist auch sauer? Ja. Probier jetzt auch mal eine. Okay, wir lassen das mit den Erdbeeren. Ja, wir gehen lieber zu den Bienen. Die sind ja furchtbar. Ich bin froh, dass du es auch so siehst. Wie viele Bienen hast du? Immer so 20 Völker. Wie groß ist ein Volk? Bienen sind das dann 400.000 in der Spitze, also oder noch mehr, also pro Volk so 20.000. Und wenn es dann so richtig hoch hergeht im Mai, Juni, dann sind es auch 50.000 in einem Volk. Schon. Oh, krass. Und wie bist du drauf gekommen, dass du Bienen halten möchtest? Inwiefern kann man die überhaupt halten? Ja, sie fliegen einfach weg. Man kann sie nicht halten, aber man kann sie eben bewirtschaften. Und mein Schwiegervater, der hatte hier Bienen schon vor 200 Jahren. Also eher nicht, sondern sein... Was hast du für einen uralten Schwiegervater? Gute Gene, gut für die Kinder. Genau, für mich nicht, aber der hatte Bienen und da habe ich ihm immer geholfen. Und ja, er hat mich aber nie so richtig was selber machen lassen und dann kommt man zu den Bienen, dann macht man es selber und schafft sich ein eigenes Volk an und so ging es dann los. Ja, wollen wir mal hingehen? Ja, sollen wir denn uns verkleiden auch? Ja, du musst es ein bisschen abschätzen. Was muss man denn beachten, wenn man Bienen hat? Ja, nun, also was die Schutzkleidung betrifft, kommt es immer ein bisschen auf die Biene an, also auf die Gene der Bienen. Das heißt, auch wie bei den Menschen gibt es liebe und nicht so liebe Bienen oder Menschen. Und also insofern sollte man sich vielleicht zur Sicherheit mal was anziehen. Ich habe aber ein ganz friedliches Volk rausgesucht. Ich habe auch ein ganz wildes daneben, aber das nehmen wir nicht. Ja, lieber so ein neutrales Volk, so ein bisschen langsamer, ja. Träge. Und ich habe die Schweiz, gell? Ja. So, und ich habe auch noch ein Projekt heute, ein kleines, damit es jetzt nicht nur so Bienen gucken, sondern ich habe einen Ableger gemacht. Das heißt, ich habe aus einem großen Volk zwei kleine oder aus einem großen Volk ein paar Waben rausgenommen und daraus ist ein neues Volk entstanden. Und da habe ich heute Morgen schon geguckt. Und dieses Volk ist jetzt, hat jetzt eine neue Königin. Jan holt uns jetzt gerade einen Schleier und Thomas kriegt auch einen, den seht ihr dann gar nicht. Aber ihr müsst euch dann einfach meinen Körper mit Thomas' Gesicht vorstellen. Ich weiß, einige von euch tun das sowieso schon, aber heute wird's ernst. Oh, wow! Ich habe extra für euch einen neuen Schleier gekauft. Nein, ja. Was kostet das? Naja, so 50 Euro, so ein Schleier. Krass, wo bestellt man das? Ja, da gibt es ganz viele Anbieter, also Bienenversand für Imker und so gibt's. Ganz viele. Bist du hauptberuflich Imker? Nein. Das mache ich mit dem Spaß. Dann hoffen wir, dass es Spaß macht. So, Leute, das Kostüm ist an.
Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht, aber ich denke, ziemlich geil. Thomas hat auch einen Anzug an. Und jetzt gehen wir mal zu den Bienen. Ihr seht aus wie Daft Punk oder so. Ich weiß auch nicht, wie Daft Punk sich fühlt, aber ich glaube so. Ja. Das Spannende ist eigentlich, was macht eigentlich die Königin zur Königin? Das heißt, warum wird die Königin eine Königin? Sie wird dann eine Königin, wenn sie das richtige Futter kriegt. Das heißt, theoretisch kann jede Biene, die im Bienenstock zur Welt kommt oder zur Welt gekommen wäre oder eben entsteht, könnte eine Königin gewesen sein. Die ist ja gar nicht so viel größer als die anderen. Ja, aber sie hat so einen ganz interessanten Körper. Der ist nämlich so länglich. Aber sie ist in der Tat keine Zuchtkönigin. Also es ist keine Königin, mit der man Preise gewinnt. Sie ist nicht Beyoncé. Ja, nee, wirklich nicht. So Annette Louisa. Wenn du die Königin jetzt 2 Stunden aus dem Bienenstock nehmen würdest, also mit dieser Wabe zum Beispiel, dann würden die das merken. Also dann würden die merken, die Königin Mutti ist nicht da. Schon nach 2 Stunden. Hm. Ginge bei Angela Merkel länger. Also man kann eigentlich sagen, Imker haben auch immer einen hardcore-feministischen Blick aufs Leben, oder? Also die Männchen sind eh zum Tode verurteilt, sind nur dafür da, die Königin, die die ganze Zeit frisst und Babys kriegt, ja, zu besamen. Es gibt die sogenannte Drohnenschlacht jetzt im Juli. In der Zeit, also wenn die gar nichts mehr reißen und nicht mehr gebraucht werden, dann werden die tatsächlich abgestochen, also rausgeschmissen aus ihrem Bienenstock und sterben jämmerlich. Also sind eigentlich alle da voll mit Eier. Also sind, ah ja, jetzt sehe ich sie. Jetzt ja? Sehe ich sie. Ja, kannst du es nochmal erklären? Das sind also die Stifte, die Königin gelegt hat und daraus kommen Bienen. Das ist immer für den Imker total wichtig zu sehen und zu wissen. Wenn Stifte drin ist, ist auch eine Königin da, meistens. Das heißt, dann ist das Bienenvolk in Ordnung. Die Königin ist quasi unabkömmlich, die brauchen wir immer. Und die Königin legt also diesen Stift da rein. Der ist bei Ablage ist der senkrecht in der Wabe drin, in der Zelle. Nach einem Tag senkt er sich um 45 Grad und am dritten Tag liegt der unten drin. Das heißt, man weiß genau, wann der Stift da abgelegt wurde. Das ist wie ein Uhrzeiger. Genau. Und nach dem dritten Tag schlüpft aus diesem Stift, aus dem Ei, dann der kleine Babymann. Ja, der Wurm. Da haben wir eine kleine Babybiene, die schlüpft. Eine kleine Babybiene, die schlüpft. Der steckt jetzt ihre Fühler raus. Das sehen die Leute ja immer gar nicht, dass Thomas ja eigentlich noch viel mehr Gefahren ausgesetzt ist. Ja, ich habe extra lange Hosen angezogen. Sonst läufst du nur in Hotpants rum. So ist es, Hotpants. Pink. Aber das heißt ja dann, die Biene, wenn die Sex hat oder einen Menschen sticht, ist sie tot. Das heißt, immer wenn sie Spaß hatte, ist sie dann danach sofort tot. Ja, nur, also bei dem Sex nur die Drohne. Die ah ja, okay, okay. Aber das Mädel hat doch, die haben doch alle gar keinen Sex, nee, oder? Nee, die haben keinen Sex. Hm. Überhaupt nicht. Das heißt, Bienen haben nie Spaß. Weiß ich nicht. Guck, und die fangen jetzt schon an, hier zu verdeckeln. Das heißt, das wird dann zugemacht mit Wachs. Das ist quasi der Deckel. Und dann, hier ist jetzt der frische Honig drin. Die zwei füttern sich jetzt gerade. Mhm. Mit was? Mit Nektar. Also das wäre jetzt so eine typische Handbewegung für eine Biene, die jetzt gerade vom Flug zurückkommt und den Nektar weitergibt an die Kollegin. Im Grunde ist die domestizierte Nutzbiene eher stark wachsend. Das heißt, es gibt immer mehr Nutzbienen weltweit, nicht für Deutschland gesprochen, aber auch hier seit 1990 steigende Bienenpopulation. Wieder bei den anderen wilden Insekten, die nicht gepflegt werden vom Menschen, da ist es in der Tat so, dass es weniger werden. Aber da muss man differenzieren. Das heißt, diese Biene hier stirbt nach uns aus, definitiv. Ja, wenn die uns sowieso überleben, können wir denen ja jetzt ein bisschen Honig wegnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also wir gucken mal rein, ob sie was für uns vorbereitet haben.
Wo sind wir hier? Ja, das ist jetzt der Schleuderraum. Also hier wird der Honig geschleudert. Der Boden ist auch entsprechend klebrig. Vielleicht ja, das darfst du jetzt doch nicht sagen. Ja, also hier ist die Schleuder und da kommen dann die einzelnen Waben, werden da reingesteckt. Das ist jetzt eine ganz tolle Schleuder, das ist eine Selbstwendeschleuder. Das heißt, man braucht die nicht mehr rauszunehmen und zu drehen, sondern die wendet quasi automatisch, dreht erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung und dann sind die Waben ausgeschleudert. Sieht aus wie eine Mischung aus einer Waschmaschine und einer Fritteuse. Ja, naja, auf jeden Fall wie eine Waschmaschine. Das heißt, durch die Fliehkraft werden dann diese Teile hier so nach außen gedrückt. So, sieht man hier. Ach, krass. So, und dann fliegt quasi der Honig aus der Wabe raus und dann halt in die andere Richtung. So. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Cool.